Also ich würde mich beschreiben als Bezugsperson für sie, an die sie sich wenden können und mit der sie eine Beziehung eingehen, die nicht nur immer rosig und blumig ist. Wenn einem das gelingt, dann wird man im Leben des Kindes was verbessern können, was verändern können. Zuwendung und Aufmerksamkeit ist das Um und Auf in unserer Arbeit. Das bedeutet für mich, dass ich im Leben dieser Kinder was verändern will, zum Besseren verändern will, dass wir in Beziehung gehen mit den Kindern, dass die Kinder Aufmerksamkeit erfahren und auch in der Wohngruppe eine gute Stimmung zu schaffen. Also für mich ist das Wichtigste, wenn man in diesem Bereich arbeitet, die Liebe zu Kindern. Die Kinder sind unsere Zukunft und es ist wichtig, dass sie einen Raum haben mit Sicherheit, wo sie sich wohlfühlen können und wo sie sich dann auch frei entfalten können und sich gut entwickeln können.